So, hier bei der Flugbuchung, da ging es um eine diskrete Zufallsgröße. Sie ist 0 oder sie ist 1 oder sie ist 2. Eine endliche Zahl von Möglichkeiten. Man dürfte sogar abzählbar viele Möglichkeiten haben, also natürlichen Zahlen zum Beispiel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 und so weiter, bis ins Unendliche. Die natürlichen Zahlen dürfte man auch machen. Natürlich nicht echt unendlich dabei, sondern alle natürlichen Zahlen. Auch das würde noch als diskrete Zufallsgröße durchgehen. Jetzt meine Aufgabe zu stetigen Zufallsgrößen. Stetige Zufallsgrößen, das sind die, die Sie typischerweise in der Physik sehen. Es können im Prinzip alle reellen Zahlen rauskommen, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte reelle Zahl rauskommt, typischerweise 0 ist. Wenn ich sowas habe als Wahrscheinlichkeitsdichte, klein p, jetzt eben nicht mehr groß p, sondern klein p, die Wahrscheinlichkeitsdichte einer stetigen Zufallsgröße, und ich sage, die Zufallsgröße ist nie unter 2, sie ist nie über 3, aber sie ist zwischen 2 und 3 durchaus mal anzutreffen und sie ist auf eine etwas diffuse Weise häufiger bei der 3 als bei der 2. Das wäre eine ganz grobe Interpretation so eines solchen Bilds, wenn ich sage, das ist meine Wahrscheinlichkeitsdichte. Das wäre so eine grobe Interpretation von diesem Bild. Mein Messwert ist nie unter 2, er ist nie über 3 und zwischen 2 und 3, das kommt vor, ist häufiger bei 3, etwas seltener bei 2. So könnte man sich das vorstellen. Da haben wir natürlich noch keine exakte Anschauung. Das Problem bei diesen physikalischen Messwerten ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass exakt 2,2 rauskommt? 0. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass exakt 2,8 rauskommt? Auch 0. Es kommt ja nie exakt raus. Also kann ich nicht sagen, dass 2,8 so und so viel mal wahrscheinlicher ist als 2,2, zumindest nicht mit dem normalen Wahrscheinlichkeitsbegriff. Ich kann nicht diese Wahrscheinlichkeiten vergleichen, die sind alle 0. Das Einzige, was man sinnvollerweise sagen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit unter 2,2 zu sein eine bestimmte Größe hat, die nicht 0 ist, und die Wahrscheinlichkeit von mir aus zwischen 2,4 und 2,6 zu liegen. Dafür gibt es eine endliche Größe. Sie machen hieraus eigentlich wieder ein Dartspiel. Nehmen Sie das hier, diese Fläche unter der Kurve, als Dartscheibe und dann werfen Sie. Dann treffen Sie häufiger hier bei der 3 als bei der 2, weil bei der 3 mehr Fläche ist. Das ist eine Interpretation für diese Wahrscheinlichkeitsdichte. Übrigens treffen Sie auch nie bei der 1 und Sie treffen auch nie bei der 4, weil Ihre Dartscheibe dazu einer Linie ohne Fläche mutiert ist. Der Trick ist dann zu sagen, wir bauen uns so eine Funktion, unter der die Fläche 1 ist. Und jetzt tue ich so, als ob Fläche und Wahrscheinlichkeit dasselbe sind. Diese Fläche hier als Dartscheibe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zwischen 2 und 2,3 von mir aus zu landen? Diese Fläche. Und so weiter. Das ist die Übersetzung. Wahrscheinlichkeiten werden dann Integrale werden. Integrale von der Wahrscheinlichkeitsdichte. So, jetzt habe ich hier schon was hingemalt. Ich hätte gerne eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die so aussieht. P von x, kleines p, soll sein eine Konstante mal x Quadrat, wenn x zwischen, das ist ein bisschen eng, für x zwischen 2 und 3. 2 kleiner gleich x kleiner gleich 3. Und sie soll sein 0 sonst. Sie sehen, ich habe hier schon versucht, sowas zu skizzieren. Ist vielleicht ein bisschen heftig geworden. Egal, irgend so ein Stückchen einer Parabel hätte ich hier gerne. Und ansonsten soll 0 rauskommen, so eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Aus irgendwelchen theoretischen Überlegungen kriegt man gerne so eine allgemeine Form. Es ist eine Konstante mal irgendetwas. Ich weiß, dass die höheren Zahlen hier jetzt in gewissem Verhältnis häufiger sind als die niedrigeren Zahlen. Aber meist steht da so eine Konstante dabei. Erster Job, bestimmen Sie die Konstante. Der zweite Job, bestimmen Sie den Erwartungswert dieser Zufallsgröße. Offensichtlich irgendwas bei 2,5, aber das geht besser. So, die Fläche unter dieser Funktion soll 1 sein, sonst geht der Trick mit der Dartscheibe. Fläche gleich Wahrscheinlichkeit, nicht so schön. Ich schreibe also hin, 1 soll die Fläche unter der Funktion sein, da ist keine Fläche, da ist keine Fläche. Nur von 2 bis 3 ist spannend.
Ich muss fordern, 1 soll sein von 2 bis 3 meine Funktion von 2 bis 3 dx. Das c kann man nach vorne ziehen, Stammfunktion zu x Quadrat, eine wäre x hoch 3 Drittel von 2 bis 3 und dann haben wir da, das ist c mal 3 hoch 3, 27 Drittel minus 8 Drittel, mache ich gar keine Klammer mehr, 27 minus 8 Drittel, dann sind wir hier bei 19 Dritteln, 19 Drittel c und damit haben wir c ist gleich 3 Neunzehntel will sagen ungefähr ein Sechstel, 3/18. Fein. Also damit weiß man, in welchen Größenordnungen sich das hier abspielen würde. Aber Sie können sich das vorstellen. Hier eine Differenz von 1. Das heißt, auf der y-Achse muss hier irgendwo die 1 sein, damit das Ganze wirklich so groß ist wie das Einheitsquadrat. Je breiter das Ganze ausgeschmiert ist, wenn das hier meine Einheiten auf der x-Achse sind, je breiter die Verteilung ausgeschmiert ist, umso flacher muss sie werden, damit da immer noch nur die Fläche 1 drunter ist. Also Sie können so eine Verteilung haben, Einheitsquadrat quasi, Fläche 1. Sie sehen, das haut schon nicht hin, die müsste viel breiter ausgeschmiert werden, sonst hätte ich hier viel mehr Platz drunter, viel mehr Fläche drunter als 1. Und wenn meine Verteilung sehr scharf ist, muss sie extrem hoch werden, damit auch da immer noch die Fläche 1 drunter ist. Will sagen, die numerischen Werte hier für die Wahrscheinlichkeitsdichte, die können extrem hoch werden. Anders als Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten sind bei 1 gedeckelt. Wahrscheinlichkeitsdichten können extrem hoch werden. Sie können hier so eine Nadel haben. Hauptsache, die Fläche unter der Nadel ist 1. Die Nadel kann beliebig hoch sein. Nur die Fläche muss genau 1 sein darunter. So. Der Erwartungswert ist das nächste. Wo liegt denn sozusagen der Schwerpunkt? Oder wenn ich dieses Experiment 1 Million Mal mache, wo wird der Mittelwert sein? Das ist die Idee vom Erwartungswert. Bestimmen Sie den Erwartungswert. C haben wir jetzt ja, diese Konstante. Bestimmen Sie den Erwartungswert. Wenn Sie sich fragen, warum ich so auf den Schwerpunkten rumgeritten habe, die letzte Woche, genau weil wir das hier auch wieder brauchen können. Wenn Sie sich vorstellen, dass man hier diese ganze Kurve in kleine Bretter zerlegt, auf diese Weise. Der Erwartungswert ist die x-Koordinate vom Schwerpunkt von dem Ganzen hier. Da können wir erstmal mit unseren Brettern rechnen. Was würde rauskommen? Ich summiere über alle Bretter, was ist der jeweilige Wert, x, mal die Wahrscheinlichkeit für den Wert, wenn Sie sich das angucken, dx, mal p von x. X mal p von x dx. Das ist der Wert mal die Wahrscheinlichkeit. P von x, d von x ist sozusagen die Fläche eines solchen Bretts. Und dann summiere ich auf. Und da steht die Formel für den Erwartungswert. Das ist jetzt nicht die offizielle Art, wie man drauf kommt, aber das ist die Denke dahinter. Wenn ich eine stetige Zufallsgröße habe, also eine mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte, wähle ich dieses Integral. Das hat denselben Effekt wie Wert mal Wahrscheinlichkeit und so weiter bei den diskreten Zufallsgrößen. Und hier können wir jetzt einfach einsetzen, ist ja keine große Kunst, mache ich das gerade hier. Ich muss hier nicht von minus unendlich bis plus unendlich gehen. Hier passiert ja nichts bis 2 und ab 3. Ich gehe nur von 2 bis 3. Dieses p ist 3/19 x Quadrat. Dx bleibt da hinten stehen und hier vorne haben wir das x. Das gibt insgesamt 3/19 mal das Integral von 2 bis 3, x hoch 3 dx. 3/19, eine Stammfunktion wäre x hoch 4 Viertel in den Grenzen von 2 bis 3, das wird ziemlich hässlich. Ist gleich 3/19 mal, na, die 4 kann ich auch schon rausnehmen. Und dann steht hier, oh je, 3 hoch 4 sind 81, 81 minus 2 hoch 4 sind 16, 81 minus 16, 3 durch 19 mal 4, 81 minus 10 sind 71 und dann noch 6 abziehen sind 65, 3 mal 65 durch 19 mal 4. Wird ein bisschen knapp, das jetzt hier noch ein bisschen zu vereinfachen.
Sie wissen ja, was rauskommen muss, etwas mehr als 2,5. Ich schreibe hier mal ganz dreist, ist gleich 2,5 plus etwas. Sehe ich ja direkt an der Skizze. Ich habe häufiger Werte, die über 2,5 liegen, als unter 2,5. Das Ganze so hübsch symmetrisch. Wenn es so wäre, oder wenn es so wäre, oder so wäre, dann wäre der Mittelwert, der Erwartungswert 2,5. Aber Sie sehen, dass er den rechten Teil hier häufiger hat. Es muss etwas über 2,5 sein.